Liebe Brüder und liebe Schwestern und sehr geliebte Kinder, ich sage immer sehr geliebte Kinder, weil ich 14 Jahre lang im Gefängnis niemals ein Kind gesehen habe. Und für mich ist es eine besondere Freude, Kinder zu sehen. In Markus Evangelium, Kapitel 11, wird uns das Beispiel eines Gebetes gegeben. Es ist ja heute ein Gebetstag. Wie betet man? Beten ist eine große Kunst, für die ein ganzes Leben nicht genug ist, um sie zu erlernen. Aber etwas können wir von dieser Kunst wissen. Hier ist ein sehr interessantes Gebet, das jeder von uns bereits gesagt hat. Gelobt sei das Reich unseres Vaters David, das da kommt im Namen des Herrn. Und dann kommt das interessante Gebet in vier Worten. Hosianna in der Höhe. Was heißt Hosianna in der Höhe? Wenn man den durchschnittlichen deutschen Gläubigen fragen würde, was bedeutet das Wort Hosianna? Also gelobt sei Gott, das ist eine Meinung. Wer weiß etwas anderes? Was ist Hosianna? Gesegnet sei der, der kommt. Wer weiß etwas anderes über das Wort Hosianna? Hosianna ist eine Zusammenfassung von zwei hebräischen Worten, die man auch jetzt noch in der Synagoge singt. Hosha-na. Hosha bedeutet Hilf. Und na bedeutet Bitte. Hosha-na ist ein Gebet. Bitte Hilf. Nun, hier steht Hosanna oder auf Deutsch Hosianna. Hosianna in der Höhe. Was soll das bedeuten? Gott, bitte hilf, aber in der Höhe. Wie kann man Hilfe in der Höhe bekommen? Im ersten Buch Mose, Kapitel 49, 25, ich freue mich, dass so wenige die Bibel aufschlagen, die meisten hier können die Bibel auswendig. Im ersten Buche Mose, Kapitel 49, Vers 25, steht geschrieben, Jakob, segne seinen Sohn. Von deines Vaters Gott ist dir geholfen und von dem Allmächtigen bist du gesegnet, mit Segen oben vom Himmel herab und mit Segen von der Tiefe, die unten liegt. Es gibt zweierlei Segen. Segen von oben und Segen von unten. Und die Juden hatten beiderlei Segen erfahren. Und jetzt, nachdem sie beide gekannt haben, haben sie eine Auswahl gemacht und sagten, wir ziehen vor den Segen aus der Höhe. Hosanna, bitte hilf, aber aus der Höhe. Bitte hilf in den Höhen. Hosianna in den Höhen. Was ist dieses Hosianna, diese Hilfe in den Höhen? Die Umstände meines Lebens waren so, dass ich viele Jahre lang die Welt der Diebe, der Räuber, der Mörder, meine Frau hat die Welt der Prostituierten und der Diebinnen gut gekannt. Will jemand fleißige Beter sehen, dann soll er sie zwischen den Dieben suchen. Was ein Dieb betet. Vor jedem Diebstahl, die wirklich klassischen Diebe, die diesen Namen wert sind, vor jedem großen Diebstahl oder Bankraub beten sie. Ich habe sie ganze Nächte lang beten sehen, aber nach der orthodoxen Art, wenn ihr die kennt, man wirft sich zur Erde vor dem Herrn. Dann steht man wieder auf, man schlägt große Kreuze, dann wirft man sich wieder nieder, nächtelang. Sie gehen, wenn sie orthodox sind, wie es bei uns ist, oder katholisch, gehen sie in die Kirche und zünden Kerzen an und zahlen für Messen und sagen die Rosenkränze, sie beten für Segen in der Tiefe. Sie beten dafür, dass ihnen ihr Diebstahl gelingt
Und wenn jemand nicht den Zehnten, sondern reichlich gibt, für Gottes Sache sind es die Diebe. Nachdem sie gestohlen haben, geben sie der Kirche sehr viel. Und sie geben auch den Armen. Sie leben an einem Segen in der Tiefe. Soll's ja nicht ein Wort, ein hässliches Wort über Religion, über Jesus oder noch mehr über Maria vor Prostituierten sprechen. Das lassen sie nicht zu. Die führen ihr eigenes Leben, haben aber Gott gegenüber, erweisen sie Ehrfurcht. Es gibt ein solches Gebet in der Tiefe. Ich war viel in Spielhäusern. Ihr werdet euch wundern, ich gehe auch jetzt noch in Spielhäuser. In Amerika gibt es ganz große Spielhäuser und ich lenke sofort die Aufmerksamkeit auf mich. Sie umringen mich. Was tun Sie, Herr Pfarrer, hier? Ich habe hier niemals einen Pfarrer im Spielhaus gesehen. Sie antworten, vielleicht haben wir gesehen, aber hat keinen solchen Kragen getragen. Und dann kann ich mit Ihnen über den Herrn sprechen. In den Spielhäusern wird viel gebetet. Wenn da auf der Roulette Geld gestellt wird, der eine betet, oh, möge doch die Nummer 34 hinauskommen, und der andere betet für Nummer 8. Und selbst der liebe Gott kann nicht machen, dass diese Kugel sich bei mehreren Nummern auf einmal hält. Und es beten Geschäftsleute nicht immer für reine Geschäfte. Im Krieg wurde ja sehr viel gebetet. Nicht nur in katholischen oder evangelischen Kirchen, auch in freien Gemeinden wurde gebetet. In französischen Gemeinden für den Sieg Frankreichs. In der russischen Kirche für den Sieg Russlands. Und in deutschen Kirchen natürlich für den Sieg Deutschlands. Und hier konnte es auch der liebe Gott nicht machen, dass alle miteinander siegen sollen in einem Krieg. Es gibt Gebete in der Tiefe, wenn Streitigkeiten entstehen in einer Familie oder in einem Geschäft oder in einer Gemeinde oder zwischen verschiedenen Gemeinden oder zwischen verschiedenen Missionen, kommen manchmal Zwistigkeiten vor. Und dann beten die Missionsdirektoren, ich habe beide Seiten beten sehen. Und jede Seite betet, dass sie Recht bewahren soll. Aber beide können ja nicht Recht bewahren. Und Pfarrer beten, ohne genau zu kontrolliert zu haben, ob die Religion, die sie propagieren, die wirkliche ist. Auch modernistische Pfarrer beten. Auch diejenigen, die sagen, dass Gott tot ist, fangen ihren Gottesdienst mit Gebet an. Man leugnet die Bibel und man fängt und man schließt mit Gebet. Genauso wie in Gemeinden, wo man wirklich die Bibel predigt. Es gibt Gebete aus der Tiefe. Es gibt ein Hosianna in den Tiefen. Ein Hosianna nicht in den Höhen. Hilf mir Gott auf diesem niedrigen Niveau, auf welchem ich bin. Ich will kein anderes Niveau, ich bin mit diesem zufrieden und hilf mir auf diesem Niveau. Jetzt gehören noch andere Gebete dazu. Es gibt wirklich Heilige, die sich losgesagt haben von diesen Dingen, aber die irgendwie das Ich bewahrt haben. Und die beten, ja, was ist falsch an einem persönlichen Gebet, ich habe einen Mann, einen Trunkenbold. Oder einen Sohn, einen Trunkenbold. Was für eine fürchterliche Tragödie ist ja das. Oder eine Frau, die mich verrät, oder einen Mann, der mich schlägt, oder ich weiß nicht was, allerlei Dinge kommen vor. Und man betet für sich. Gott, hilf mir, dass mein Mann sich ändere. Nicht hilf dem Mann, dass er sich ändere. Sondern hilf mir, dass ich von diesem Mann nicht mehr so geplagt werde. Nicht hilf ihm, dass seine Seele erlöst werden soll, sondern hilf mir, dass ich mich nicht an seiner Sündhaftigkeit plage. Gott, du siehst, wie schwer es mir mit meinem Sohn ist, nicht wie schwer und wie gefährlich für ihn seine Sündhaftigkeit ist, sondern wie sehr ich mich plage, wie sehr ich weine. Und bitte hilf mir, das ist auch ein Gebet aus der Tiefe.
In der Reformation haben die Protestanten die Heiligenbilder abgeschafft. Und wir sind nicht mehr gewöhnt, vor einem Jesusbild oder vor einem Marienbild zu beten. Aber gewöhnlich haben wir in unserem Gebet ein Bild vor uns, mein eigenes Bild. Da stehe ich, Richard Wurmbrand, mein Bild habe ich vor mir und ich frage jetzt, Richard, was sind deine dringendsten Bedürfnisse? Was sind deine dringendsten Sehnsüchte? Und ich bete den Richard Wurmbrand an. Und ich bringe vor Gott, was Richard Wurmbrand haben will für sich. Es kam ja eine Kanaaniterin zu Jesus und beklagte sich bei ihm, dass sie sehr geplagt ist, weil ihre Tochter vom Teufel besessen ist. Sie sagte nicht, die Tochter ist vom Teufel besessen, hilf ihr, sondern hilf mir. Es ist natürlich eine fürchterliche Plage, eine teufelsbesessene Tochter zu haben, aber sie dachte nicht an die Tochter. Sie dachte an das Ich. Und daher verweigerte ihr Jesus am Anfang auch die Gewährung ihrer Bitte. Wir wurden vor diese Frage hart gestellt in kommunistischen Gefängnissen, wo es ja viele Gefangene noch heute gibt. Wahrscheinlich einige Zehnertausende Gefangene gibt es heute. 10.000 in Vietnam allein. 10.000 in Mosambik, im kommunistischen Afrika. Niemand weiß, wie viele in Äthiopien, in Angola, in Rotchina, dort ist ja Bruder Wang Mingdao seit 34 Jahren im Gefängnis. Wir lesen in den Zeitungen über Liberalisierung in China. Er hat über diese Liberalisierung noch nichts erfahren. Er ist noch immer im Gefängnis. Und in Russland ist Bruder Michael Erschow seit 45 Jahren im Gefängnis. Also es gibt diese vielen Gefangenen. Und im Gefängnisleben, dort wird man sehr gedrängt, zu einem Gebet aus der Tiefe, zu einem Gebet für das Ich. Wenn ich ein persönliches Erlebnis erzählen kann. Wir waren am Anfang in Einzelzellen, in einem Gefängnis genannt Malmaison. Das war eines der fürchterlichsten Gefängnisse, die man sich vorstellen kann. Das Fürchterliche dabei war, dass man von Hunden bewacht wurde, große Schäferhunde. Nahm man dich zum Bad, zur Toilette, zu einer Untersuchung oder übersiedelte man dich von einer Zelle in die andere. Überall auf den Korridoren diese großen Hunde, die dich bewachten. Diese Hunde waren sehr gut trainiert. Sie sprangen an die Gurgel der Gefangenen, sie bissen niemals. Sie sprangen nur an die Gurgel. Aber stellt euch vor, wie es ist. Wenn so ein Hund dir nur, wir wussten ja nicht, dass er nicht beißen wird. Kannst du einen Hund noch so viel trainieren und am Ende kann er doch beißen, nicht? Und wenn so ein Hund dir an die Gurgel springt, es war so, so fürchterlich. Zu jener Zeit konnte ich, und wahrscheinlich auch die anderen, ich habe mit den anderen nicht sprechen können, weil ich in der Einzelzelle war, ich konnte damals das Vater Unser nicht sagen. Ich sagte, Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel, also auch auf Erden, in allen Dingen außer einem. In einem Ding muss mein Wille geschehen. Aus diesem Gefängnis muss ich hinaus. Willst du mich in einem anderen Gefängnis haben, das ist in Ordnung. Aber in diesem Gefängnis mit den Hunden will ich nicht bleiben. Dein Wille geschehe. Im Himmel, willst du den Teufel aus dem Himmel verstoßen? Willst du den in den Himmel nehmen und den anderen nicht in den Himmel nehmen? Willst du alle in den Himmel nehmen? Willst du mit dem Himmel, wie du willst? Auf Erden soll geschehen, was du nur willst. Einer soll reich sein, einer soll arm sein, einer soll krank sein, einer soll gesund sein. Alles ist für mich in Ordnung. Außer einem Ding. In diesem einen Ding muss mein Wille geschehen. Aus diesem Gefängnis muss ich hinaus. Letzten Endes ist das Gebet aller Menschen. Das ist das Gebet aller Menschen. Jeder hat ein Ding oder zwei oder drei, in denen er auf seinem Willen beharrt. Alles andere überlasse ich Gott. Was mit den Geiseln in Iran geschehen wird? Es gibt einen großen Gott. Inshallah, sagen die Türken. Soll Gott doch sorgen für diese Geiseln? In Kambodscha hungern 3 Millionen Menschen. Das überlasse ich Gott.
Aber es gibt ein oder zwei Fragen, die mich bedrücken, dass ich von Hunden bewacht werde oder dass es mit meinem Mann schlecht geht oder weiß ich was noch für anderes. In diesem soll mein Wille geschehen. Und ich und die anderen, wir hatten einen harten Kampf, uns von diesem Punkt loszusagen. Wer betete, dass ich von diesem Gefängnis hinauskommen muss? Ich. Ja, aber wie kommt es, dass es ein solches Ich gab? Jesus hatte ja uns gelehrt, wenn einer mir nachfolgen will, soll er sich selbst verleugnen. Das Ich hätte ich ja schon lange aufgeben müssen. Es hätte so ein Ich ja nicht bestehen sollen. Und es ist immer der Mangel an Selbstverleugnung. Es ist der Umstand, dass wir das Ich nicht aufgegeben haben, welches macht, dass selbst in sehr fromm erscheinenden Gebeten dieses Ich, dieses verdammte Ich, diese Wurzel jeder Sünde, das Ich, es erscheint wieder und wieder. Unser Heiland hat uns ein Gebet gelehrt. In diesem Gebet kommt das Wort Ich nicht vor. Das ist das Modell des Gebetes. Er ist nicht mein Vater, er ist unser Vater. Er ist auch Vater desjenigen, mit dem ich nicht einverstanden bin. Er ist auch Vater desjenigen, mit dem ich im Zwist bin. Er ist auch Vater desjenigen, mit dessen Bibelauslegung ich nicht einverstanden bin. Er ist unser Vater. Und dann sagen wir, gib uns, nicht gib mir, gib uns, das heißt auch den Kambodschanern und auch den Gefangenen im kommunistischen und im islamischen Lager und auch den amerikanischen Millionären und auch den amerikanischen Revolutionären und jedem Menschen, gib uns heute unser täglich Brot. Und nicht vergib mir meine Schuld. Ich habe wirklich große Schuld begangen. Ich habe in meinem Leben vielleicht gehurt und getötet und gelügt und Meineid geleistet. Aber ich bin ja nicht der Einzige, der gesündigt hat. Vergib uns unsere Schuld. Ich werde stark versucht und kann sehr schwer gegen diese Versuchung kämpfen. Aber ich sage nicht, führe mich nicht in Versuchung. Es gibt ja noch Millionen von Leuten, die unter denselben Umständen sind. Führe uns nicht in Versuchung. Und nicht erlöse mich vom Übel eines schlechten Mannes oder einer schlechten Frau oder schlechter Kinder oder vom Übel des Kommunismus oder des Islams oder einer falschen Religion. Es gibt ja hunderte von Millionen von Menschen, die in dieser Situation sind. Man muss dieses Bild des Ichs, das muss verschwinden. Und dieses Ich ist so groß. Ich habe mit großen protestantischen Predigern in Amerika gesprochen. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber in Amerika. Dort erscheinen die Zeitschriften von Billy Graham oder von Oral Roberts oder die großen amerikanischen Prediger. Die haben in ein und derselben Zeitschrift 3-4 Mal ihre eigene Fotografie. Die Fotografie von Billy Graham oder von Oral Roberts und so. Und ich habe diese großen Prediger gefragt, würdest du einmal ein Marienbild in deiner Zeitschrift veröffentlichen? Keinesfalls. Würdest du ein Jesusbild veröffentlichen? Auch nicht. Aber dein Bild, war diese arme Jungfrau Maria nicht doch wenigstens so heilig und so gut wie du? Und wir haben auf die Marienbilder verzichtet. Wir haben auf die Jesusbilder verzichtet. Und sie, wir alle haben sie mit dem Bild des Ichs ersetzt. Und im Gebet ist das Zentrum das Ich, welches aus der Tiefe kommt, welches schon längst verschwunden sein sollte. Und unser Gesang ist Hosianna in den Tiefen. Ich habe das Ich. Listen, es gefällt mir dieses Ich. Ich schätze dieses Ich sehr hoch. Wenn dieses Ich etwas will, dann muss es ja unbedingt auch richtig sein. Wenn ich es mir stark wünsche, also wer kann gescheitere Wünsche haben als das Ich? Und ich bete das Ich an. Es gibt noch ein anderes Hosianna, dieses Hosianna in der Bibel. Hosianna in der Höhe.
Dort vergisst man das Ich zugunsten von anderen. Wir sind alle bereit, ist also schön, für andere gebe ich 10 Mark oder 100 Mark oder 1000 Mark Scheine oder ich weiß nicht wie viel, oder eine Mark. Das kann ich ihm geben. Aber er sollte das Ich nicht geben, welches gibt. Wie viel soll ich geben? Du sollst nichts geben. Es soll kein Ich geben, welches gibt. Das Ich sollte ja schon längst verleugnet sein. Hier ist alles Gott, hier gehört alles Gott und Gott beschließt aus seinem eigenen Budget, wie viel er für diesen Zweck geben will, wie viel er für einen anderen Zweck oder wie, was er zurückbehalten will für das Gut dieser Familie oder dieser Kinder und so weiter. Wir müssen zu dieser Verleugnung des Ichs gelangen und an die andere denken. In Russland werden fortwährend unsere Brüder verhaftet, vor kurzem Jakunin und Velikanova. Nicht nur, dass sie verhaftet werden. Irgendwie, wir gehören zum selben Leib. Wir glauben an eine heilige Kirche. Wenn ein Glied leidet, dann leiden alle anderen auch. Aber man sieht ja das Leiden nicht an. Wenn jetzt dein Rücken geschlagen würde, wie würdest du ausschauen? Was für ein Gesicht würdest du machen? Würdest du nicht aufschreien? Würdest du nicht weinen? Aber du wirst ja geschlagen heute. In deinem Bruder, in Jakunin, in Velikanova und in diesen allen anderen. Sie werden geschlagen. Sie werden in Zwangsjacken gehalten. Und es kommt noch etwas Schlechteres vor. Wir haben jetzt Beweise, dass in sowjetischen Gefängnissen junge christliche Gefangene mit Banditen in dieselbe Zelle gesperrt werden, damit sie homosexuell vergewaltigt werden. Und es gibt ein so fürchterliches Leid. Kinder, die von ihren Eltern weggenommen werden und dann auch, wenn man aus dem Gefängnis kommt. Die Juden waren in Ägypten, sie sind aus Ägypten befreit worden. Sie kamen aus Ägypten heraus, aber Ägypten kam aus ihnen niemals mehr hinaus. Nachdem sie von Ägypten frei waren, machten sie noch immer das goldene ägyptische Kalb. Und wer viele Jahre im kommunistischen oder Nazi-Gefängnis verbracht hat, der wird niemals vom Gefängnis frei. Man hat ja Albträume. Ich habe Albträume noch jetzt. Und es gibt diesen ganzen Kampf. Und dieser Kampf ist eine Versuchung, zum Ich zurückzukommen. Ich leide so sehr. Meine Kinder leiden. Ich habe etwas Erschütterndes von Frau Wienz gehört. Sie wissen ja, wer Wienz ist, der Generalsekretär der russischen Baptisten, der vor kurzem befreit wurde. Und seine Frau erzählte mir, einmal konnte ich mit seiner Frau sprechen, er war nicht da, da konnte ich mit der Frau einmal plaudern. Und die Frau erzählte mir, sie kam mit ihren 2 Kindern ins Gefängnis. Er hatte die Kinder und die Frau seit langem nicht gesehen, vielleicht ein halbes Jahr. Und jetzt kamen die Kinder. Und die Kinder wollten nicht zum Vater gehen. Sie sagten, das ist nicht unser Papascha. Unser Vater ist ja schön, aber dieser Mann ist hässlich. Zu diesem Mann gehen wir nicht. Und die Sprechstunde ging zu Ende und die Kinder haben ihn nicht umarmen wollen. Kann man sich vorstellen, was für ein Schmerz es für diesen Wienz gewesen sein muss, die Kinder zu sehen und nicht von ihnen umarmt zu werden. Jetzt lieben sie ihn schon, jetzt umarmen sie ihn. Also es gibt noch andere Dinge, über die man denken kann, als über das Ich mit seinem Leid und mit seiner Freude. Man kann auch anders beten als Hosianna in der Tiefe. Es gibt eine berühmte Persönlichkeit in der Kirche von der Zeit des Mittelalters, Katharina von Genua. Sie hat am Ende ihres Lebens gesagt, Heiland, du weißt, dass ich seit 30 Jahren niemals etwas für mich verlangt habe. Es gibt auch eine solche Selbstverleugnung. Man soll nicht nur Geld spenden, man soll das Ich spenden. Das Ich soll weggegeben werden zugunsten der anderen. Seit 30 Jahren habe ich nichts mehr für mich verlangt. Das ist Hosianna in der Höhe. Und unsere Brüder und Schwestern, die durch schwere Anfechtungen gehen,
Da gibt es nicht nur die äußeren Anfechtungen, also man wird geschlagen, man wird gefoltert, man wird. Es gibt diese innere Anfechtung, durchzudringen. Und selbst, wenn man fürchterlich gequält wird, nicht sich das Ich aufzwingen zu lassen, mit dem Ich bin ich ein für alle Mal fertig. Und da kann man noch so viel schlagen und man kann mich verhungern lassen und ich werde das Recht des Ich, packt man niemals. Und er war sicher, dass er einen Segen von Gott hat. Hitler war sehr sicher, dass er einen Segen von Gott hat. Er hat ja, es waren ja 3 oder 4 Attentate gegen ihn und keines ist gelungen. Und das gab ihm die Stärke. Er wusste, er ist von der Vorsehung geschützt. Mir sagte ein kommunistischer Untersuchungsrichter, wenn es einen Gott gibt, dann ist er ja auf unserer Seite. Schau her, wir siegen. Wir erobern ein Land nach dem anderen. Er ist nicht auf eurer Seite. Die sind auch gesegnet. Gesegnet aus der Tiefe. Es gibt einen Segen aus der Höhe. Und das ist der Sinn des Gebetes, Hosianna in der Höhe. Und wir alle sollen heute lernen, weil ich ein Jude bin und ein bisschen Hebräisch kann, versuche ich immer in meinen Predigten ein bisschen von dem Hebräischen zu sagen. Und lernen wir daher, Hosianna in den Höhen bedeutet, hilf mir Gott, aber ja nicht in der Tiefe. Hilf mir in der Höhe, hilf mir, mein Ich zu verleugnen, mein eigenes Leid zu vergessen. Es ist ja nur ein Tropfen im großen Meere des Leides, in welchem Jesus selbst gelitten hat und alle Heiligen. Und ich nehme diese Bürde auf mich und vergesse darüber mein Ich. Ich habe aus deutschen Gesängen mir notiert, Sie kennen ja wahrscheinlich diese Gesänge. O wäre jeder Puls ein Dank und jeder Odem ein Gesang. Das habt ihr alle gesungen, nicht? Ja, wenn ihr es wirklich meint, dass jeder Puls ein Dank sein soll und jeder Odem ein Gesang, ja, wo bleibt Odem und Pulsschlag für eine Klage? Wo bleibt Odem und Pulsschlag für das bittere Beweinen, schau, was mir geschieht und Gott hilft doch mir in diesem Ding, das mich bedrückt. Du hast ja keine Zeit dafür. Jeder Odem ein Gesang und jeder Puls soll sein ein Dank. Willst du ganz mit Jesus leben? Das ist auch aus einem deutschen Gesang. Willst du ganz mit Jesus leben, muss dein eigenes Ich vergehen. Nehmen wir doch unsere Gesänge ernst und hören wir auf, das Ich als Zentrum unserer Gebete zu haben. Dieses Ich ist auch aus der Tiefe. Jetzt, wie kann man dazu gelangen? Man gelangt dazu, dass man im anderen Menschen etwas Wertvolles, ein Kleinod sieht. Selbst denjenigen, der dich bedrückt, musst du als Menschen sehen und ihn lieben können. Ich weiß, ich habe die Szene im Film wieder gesehen. Martin Luther King, ihr habt wahrscheinlich über ihn gehört, der berühmte schwarze Prediger, der getötet wurde in Amerika. Er predigte einmal und viele der weißen Chauvinisten und Rassisten hassten ihn, weil er für die Rechte der Neger einstand. Und einmal während der Predigt, ein weißer junger Mann sprang auf das Podium und ohrfeigte Martin Luther King während der Predigt. Die anderen Neger waren natürlich empört und wollten diesen weißen Mann lynchen. Und Martin Luther King stellte sich schützend vor ihn und sagte, warte doch ein bisschen, wenn ihr weiß gewesen wärt und wenn man euch gelehrt hätte, von klein auf, dieser schmutzige Nigger, wenn ihr das mit eurer Muttermilch gesogen hättet und so erzogen geworden wäret, dann werdet ihr ja auch wie dieser weiße junge Mann. Wir sollen ihn verstehen, wir sollen ihn lieben. Er ließ es nicht einmal zu, dass er irgendeine Polizeistrafe bekommt. Er vergab ihn.
Man kann auf das Ich verzichten zugunsten des anderen und selbst zugunsten desjenigen, der dich beleidigt und der dich ohrfeigt. Darf ich wieder einmal eine Episode aus meinem Gefängnisleben erzählen? Nicht, dass ich mich hervorheben will, aber irgendwie kenne ich alles, was mit mir geschieht, aus der ersten Quelle. Die anderen Sachen sind mir erzählt worden. Und daher, um sicher zu sein, erzähle ich aus meiner Erfahrung, aber es ist genau dieselbe Erfahrung, welche andere Christen in kommunistischen Gefängnissen gemacht haben. Ich wurde nach Jahren Einzelzelle in eine große Zelle gebracht. Wir waren dort an die 100 Gefangenen. Und es gibt immer einen Zellenältesten, der dir den Platz zuteilt, wo du schlafen wirst. Und da sagt mir dort und dort, sie teilen das Bett mit diesem Mann. Ich stellte mich ihm vor, Wurmbrand. Wurmbrand scheint ja so ein guter deutscher Name zu sein, so wie Siegfried, nicht wahr? Ich sagte, mein Name ist Wurmbrand. Und damals schaute ich auch ein bisschen deutsch aus. Ich hatte blondes Haar. Also, was sind Sie, fragt er mich, evangelischer Pfarrer, also ein evangelischer Pfarrer, der Wurmbrand heißt, der kann ja nichts anderes sein als ein Deutscher. Und ich habe ihn gefragt, wie heißen Sie? Er hat mir seinen Namen gesagt. Ich fragte ihn, zu wie viel sind Sie verurteilt? Sagt er, lebenslänglich. Ich fragte ihn, was haben Sie getan? Er sagte, ich habe 1432 Juden getötet. Er war ein Kriegsverbrecher. Ich sagte ihm, Sie müssen ja fürchterlich leiden. Sie schlafen wahrscheinlich während der Nacht nicht bereuend, was geschehen ist. Sagt er, ich schlafe wirklich nächtelang nicht. Es tut mir leid, dass ich nicht mehr Juden getötet habe. Er war ein Mensch vollen Hasses. Der Hass war noch wütender, als er erfuhr, dass ich selbst ein Jude war. Und jetzt waren wir mehrere Gläubige in derselben Zelle wie er. Wir wuschen uns dort sehr, sehr selten. Einmal habe ich mich 3 Jahre lang nicht gewaschen, das würde einigen der Jungen hier gefallen. Also man wuscht sich sehr selten. Und wenn einer sich schon wusch, wenn er dazu kam, sich zu waschen, dann blieb das Wasser im Becken sehr, sehr schmutzig hinter ihm. Und wenn dieser Mann sich wusch, gingen die Christen und wuschen sich hinter ihm mit demselben schmutzigen Wasser, um sich irgendwie mit ihm zu identifizieren, um ihr Ich zu brechen, um sich ja zu vergewissern, ich bin nicht etwas Besseres als dieser Mensch. Ich habe Gnade erfahren. Wäre Gnade nicht gewesen, hätte ich auch ebenso sein können wie er. Er ist auch ein Mensch. Ein Mensch, den Gott innig liebt. Wenn er ihn nicht geliebt hätte, hätte er ihn ja nicht geschaffen. Ein Mensch, für den Jesus am Kreuz gestorben ist. Und es ist ja nicht nur der Mensch, er hat einen Schutzengel. Und der Engel möchte ihn bekehrt sehen. Und wie schön wäre es im Himmel, wenn dieser nach so viel Mord doch in den Himmel kommen würde. Und er wurde so geliebt von Menschen, die das Ich vergessen hatten. Die ein Hosianna in der Höhe sangen und nicht ein Hosianna in der Tiefe. In der Tiefe hätten wir ja beten können, krepieren sollen, nach all dem, was er getan hat. Und das wäre auch ein Gebet gewesen. Es gibt ja viele solche Gebete. Während des Krieges wurde ja so gebetet, der andere soll krepieren. Das war ja das Gebet. Man hat es nicht so ausgedrückt, man hat es mit heiligen Worten gesagt. Aber der Franzose soll krepieren, der Russe soll krepieren. Und er antwortete mit einem anderen Gebet. Nein, der Deutsche soll krepieren. Nicht wahr? Es gibt ja auch solche Gebete, Gebete in der Tiefe. Und die Christen beteten nicht der Plage loszuwerden. Ich soll der Plage loswerden, mit einem solchen Menschen im Bett zu schlafen. Mit einem solchen Menschen zusammen sein. Aber er soll der Plage loswerden, vor Gott mit so viel Sünde zu erscheinen. Und dieser Mensch hat sich wirklich bekehrt. Es gab ein Hosianna in der Höhe. Und nachdem er sich bekehrt hat, wir in Rumänien und in Russland, die Brüder haben die Gewohnheit, es gibt auch hier Brüder, die ein bisschen in diese Länder fahren und wissen, da wird man viel geküsst. Die Brüder dort küssen einander. Es gibt diesen heiligen Kuss. Ich will ja, es sind andere Gebräuche in Deutschland, aber bei uns gibt es nicht ohne Kuss, ohne den heiligen Kuss. Also Brüder und Schwestern, so oft sie sich treffen, küssen einer den anderen 3-mal und der eine sagt, der Friede Gottes sei mit dir und der andere, der Friede Gottes sei auch mit dir. Ich hatte eine Gemeinde in Rumänien, in welchem im Durchschnitt 500 Leute jeden Sonntagmorgen waren.
Am Ende des Gottesdienstes küsste jeder jeden dreimal. Das dauerte eine Stunde. Ich bekam jeden, wir hatten keine Autos vor der Tür. Es war niemand bei. Wir hatten nicht einmal, ich habe in meinem Leben nicht einmal ein Fahrrad gehabt. Wir hatten das nicht. Wozu brauche ich es? Ich habe Zeit, meine Brüder zu küssen. Warum soll das Auto draußen warten? Und wir küssen einander dreimal und ich bekam jeden Sonntag 1500 Küsse. Das, wenn es eine durchschnittliche Predigt war. Gelang es mir manchmal, eine Predigt zu halten, die besonders gut betrachtet wurde, dann bekam ich ein Supplement von Küssen und dann schmerzten die Kiefern danach. Nun, ich will keine russischen Gebräuche in Deutschland einführen. Die Wichtigkeit des heiligen Kusses will ich euch nur sagen. Tertullian, einer der großen Kirchenlehrer aus dem 3. Jahrhundert, hat gesagt, jeder Gottesdienst, der ohne heiligen Kuss endet, ist von Gott nicht angenommen. Jetzt, was ist die Bedeutung dieses heiligen Kusses? Ich habe einmal mit einem jungen Menschen zu Tisch gesessen. Er aß Speck. Und er sagte mir, ich liebe Speck mit Knoblauch. Aber ich gehe jetzt zu meiner Braut. Und dort werde ich Küsse bekommen. Und daher kann ich kein Knoblauch essen. Und Christen in Russland wissen, wenn ich zum Gottesdienst gehe, werde ich von 500 Heiligen geküsst. Da darf ich kein Knoblauch essen. Dieser Mund wird von Heiligen geküsst werden. Da darf kein schlechtes Wort aus dem Mund, kein lügnerisches Wort, kein meineidisches Wort, kein Wort des Streites, kein Wort des Hasses. Man hielt den Mund rein für die Küsse, die man von den Brüdern bekommen wird. Jetzt könnte es auch ohne Küsse tun. Aber irgendwie soll man Knoblauch nicht essen, wenn man weiß, man kommt mit Brüdern zusammen, selbst wenn man sich nicht auf den Mund küsst. Und jetzt zurückzukommen um diesen Mann. Also dieser Mann hat sich bekehrt, der Mörder. Und dann küsste er die Brüder und er küsste mich und er sagte mir, ich hatte mir nie vorgestellt in meinem Leben, dass ich einen Juden küssen werde, aber sie bekommen einen Extrakuss. Es gibt die Möglichkeit, nicht in den Tiefen zu bleiben. Es gibt ein Hosianna in den Höhen. Man kann erhöht werden zu ganz anderen Gebieten als diejenige, die man bisher gekannt hat. Ich will euch nur ganz kurz erzählen, einige von euch wissen es ja vielleicht, wie ich zum Glauben kam. Ich bin Jude und in meinem Elternhaus habe ich nie ein Wort über Jesus gehört, weder ein gutes noch ein schlechtes Wort. Aber zwei Ereignisse kamen in meinem Leben vor, die mich zu Jesus brachten. Alles kann man ja in Büchern nicht beschreiben. Ich habe mehrere Bücher geschrieben. Alles habe ich dort nicht beschrieben. Die Bücher würden zu lang werden. Das erste Ereignis war im Alter von 7 oder 8 Jahren. Ich kam von der Schule mit einem Kameraden. Er hielt vor einer Kirche. Damals hatte ich keine Ahnung von einem Unterschied zwischen einer katholischen und einer Pfingsterkirche oder Mormonenkirche. Die waren für mich alle gleich. Er hielt vor einer Kirche. Jetzt weiß ich, es war eine katholische. Und er sagte, warte auf mich, mein Vater hat mir gesagt, ich soll dem Priester etwas ausrichten. Ich sagte ihm, ich gehe mit dir hinein. Und so kam ich zum ersten Mal in eine Kirche, es war eine katholische Kirche. Ich war sehr, sehr beeindruckt. Ich sah einen Gekreuzigten. Meine Vernunft sagt mir, ich konnte nicht einen Gekreuzigten sehen, ich sah wahrscheinlich ein Kruzifix. Aber was mir im Gedächtnis geblieben ist, war, dass ich einen Gekreuzigten gesehen habe. Und ich konnte nicht verstehen, warum man diesen Mann so stark geplagt hat. Man sah von den Wunden das Blut, man sah das gestochene Herz, man sah den Kopf mit der Dornenkrone. Und ich hatte ein Gefühl des Mitleides und der Liebe für diesen Mann. Ich sah eine junge Dame, die mit Liebe auf mich schaute, wahrscheinlich war es eine Statue oder ein Bild der Maria. Und dann kam, der Priester hatte schnell mit diesem anderen Burschen beendet, und dann kam er zu mir und streichelte mich auf den Haaren, was sehr viel für mich bedeutet. Ich war ein ungestreicheltes Kind. Ich war von klein auf ein Waisenkind. Und ich wurde nicht gestreichelt. Ich war ein sehr, sehr armes Kind. In meiner ganzen
Kindheit habe ich nur anderthalb Kuchen gegessen. Einen hatte ich gestohlen, einen halben habe ich auf korrekter Weise bekommen. Aber ich kann sie noch jetzt vor mir sehen. Ich erinnere mich an diese anderthalb Kuchen. Da ist ein Bäcker von mir, der könnte jetzt kompensieren, was ich damals nicht gegessen habe. Schokolade habe ich in meiner ganzen Jugend nicht gegessen. Wenn reichere Kinder Schokolade aßen, legte ich das Papier hinter ihnen. Ich war das schlecht angezogenste Bursche in der ganzen Schule und daher wurde ich verlacht. Ich wurde immer geschlagen, weil ich Jude war und in Osteuropa schlägt man Juden. Und ich wurde geschlagen, ich wusste nicht, was Jude bedeutet, aber ich wurde geschlagen. Und ich war nicht gewohnt, dass jemand mich streichelt. Er berührte meinen Kopf und streichelte ihn. Kinder wurden zu Jesus gebracht, damit er sie berührt. Wir bringen Kinder zur Sonntagsschule, damit man sie lehrt. Aber zu Jesus wurden sie gebracht, damit er sie berührt. Seine Berührung lehrte. Es war so viel Liebe in dieser Berührung. Das ist ja, was die Pfarrerweihe sein sollte. Berührung seitens eines, der eine heilige Hand hat, eine geheiligte Hand. Jetzt ist es nicht mehr so. Ich erinnere mich an seine Berührung, die war so sanft und so liebend und so tief. Über 60 Jahre sind vergangen, ich kann sie jetzt noch spüren. Und er fragte mich, kleiner Kerl, was kann ich für dich tun? Ich sagte ihm nichts, ich bin nur mit dem anderen Burschen gekommen. Und er sagte mir, ich aber bin ein Jünger Jesu, und er hat uns gelehrt, niemanden je an uns vorbeigehen zu lassen, ohne ihm ein wenig Gutes zu tun. Es ist Sommer, es ist draußen sehr heiß, kann ich dir ein Glas kalten Wassers bringen? Und er brachte mir ein Glas kalten Wassers. Und Jesus verwandelte dieses Wasser in Wein. Ich ging betrunken aus dieser Kirche hinaus. Zum ersten Mal hatte ich gehört, dass es ein solches geheimnisvolles Wesen gibt. Der Name sagte mir nichts. Aber der Gelehrte hat, dass man niemanden, nicht einmal ein jüdisches, schlecht angezogenes, hässliches und schwaches Waisenkind an sich vorbeigehen lassen soll. Ich habe kein Geld für das Kind. Ich habe keine Schokolade für das Kind. Aber ich kann ihn ja streicheln. Und ich kann ihm ein Glas kalten Wassers geben. Wenn es jetzt die Hilfsaktion Märtyrerkirche in 50 Ländern gibt und mit Millionen die Untergrundkirche geholfen wurde, hier im Saal ist jemand, der viele, viele, über 20.000 Bibeln bereits hineingeschmuggelt hat, der ist hier im Saal. Und solche haben wir viel. Und wenn all das existiert und Familien von Märtyrern unterstützt wurden mit großen Summen Geld, und wenn wir jetzt für Vietnamesen tun können, und wenn wir jetzt über das Radio das Wort Gottes verkünden können, und wenn es judenchristliche Gemeinden jetzt in Jerusalem, in Tel Aviv und in Haifa gibt, die kommen alle davon, dass ein Jünger Jesu ein Kind gestreichelt hat und ihm gesagt hat, ich kann niemanden an mich vorbeigehen lassen, ohne ihm ein bisschen Gutes zu tun. Ein Glas Wasser hat diesen Effekt gehabt. Der Priester ist wahrscheinlich gestorben und sich gesagt, ich habe in meinem Leben nichts Gutes getan. Jetzt kann er es erfahren. Sein Name war Giuseppe Cavane. Und dann meine zweite Begegnung, die mich in diese Höhe gebracht hat. Hosiana in der Höhe. Wir sprechen mit Leuten und lassen sie in der Tiefe. Oder wir sprechen manchmal mit Leuten und ziehen sie in die Tiefe. Und ich bin mit Menschen begegnet, die mich in die Höhe hinaufgeschwungen haben. Das war einer. Aber es war ein Kind. Ich war ein Kind und Kinder vergessen ja schnell. Dann später habe ich mich wieder an die Sache erinnert. Und dann, als ich schon ein erwachsener Mann war, begegnete ich, es war in der Hitlerzeit, einen deutschen Zimmermann, der in der Hitlerzeit so gebetet hat, er war 70 Jahre alt oder so, Gott, ich habe dir auf Erden gedient und möchte eine Belohnung hier auf Erden haben, dass ich nicht sterbe, bevor ich einen Juden zum Glauben bringe, weil dein Sohn im jüdischen Volke geboren wurde. Aber es gibt keinen Juden in meinem Dorfe. Ich bin alt, ich bin krank, ich bin arm. Ich kann nicht herumgehen, Juden suchen.
bringe du einen Juden in mein Dorf und ich werde mein Bestes tun, ihn zum Glauben zu bringen. Jetzt bin ich eine besondere Art von Pfarrer. Ich bin ein Pfarrer, der glaubt, dass Gott niemals ein Gebet erfüllt. Das gibt es nicht, dass Gott ein Gebet erfüllt. Verlangst du von ihm einen Juden, gibt er dir zwei. Es ist ausgeschlossen, von Gott nur so viel zu bekommen, wie viel du von ihm verlangst. Er gibt dir immer mehr oder er gibt dir besser. Es kam nicht ein Jude in dieses Dorf. Ich kam mit meiner Frau und er brachte uns zum Herrn. Ein Mensch im Alter von 70 Jahren, ein ungebildeter Zimmermann in Kronstadt, neben Kronstadt. Und der hat mich und meine Frau zur Höhe emporgeschwungen. Sollen wir doch darauf aufmerksam sein, wenn wir einem Menschen begegnen, er mag nicht ein Mörder sein oder ein Dieb, er ist aber immer schlecht genug. Er ist ein Ich. Und dieses Ich-Sein ist schlecht genug. Und dieses Ich soll doch verleugnet werden. Soll doch meine Begegnung mit ihm nicht prosaisch sein. Ich kann ihn nicht vieles lernen, ich kann nicht viel Philosophie, ich kann auch die Bibel nicht viel, aber ein Glas Wasser kann ich geben. Ein Wort kann ich geben. Und dieses Wort kann ihn aus der Tiefe ziehen, belasse die Menschen nicht in der Tiefe, in welche sie sind, und dränge sie nicht in die Tiefe. Manchmal tun wir auch dies durch unsere Sünden, sondern erheben wir sie, Hosianna, in der Höhe. Im Gebet soll das Gebet und der Beter ja eins werden. Wir sollen uns erhöhen. Was bedeutet dieses Einswerden des Beters und des Gebetes? Ihr kennt ja den Vers in Johannes 10, 34. Jesus sagt, ihr seid Götter. Ja, zu wem betet ein Gott? Jesus sagt, ihr seid Götter. Und in Zacharias, das ist ein weniger bekannter Vers, in Zacharias, Kapitel 12, Vers 8, zu der Zeit wird der Herr beschirmen die Bürger zu Jerusalem, und es wird geschehen, dass welcher schwach sein wird unter ihnen zu der Zeit, wird sein wie David. Und das Haus David wird sein wie Gott. Ja, zu wem betet ein Gott? Dort ist der Beter und das Gebet wird eins. Es ist ein Hosianna in der Höhe. Man hat sich emporgeschwungen, wirklich zur Gottheit. Und das ist eigentlich, was ich euch zu sagen hatte. Das ist das Evangelium, das wir verkündigen in kommunistischen Ländern, die Mission, Hilfsaktion Märtyrkirche. Es ist sehr schwer, in kommunistischen Ländern zu verkündigen. Jetzt muss die Bibel auf Chinesisch wieder übersetzt werden. Die alten Übersetzungen sind nicht mehr gut. Erstens einmal haben sich die Schriftzeichen ganz verändert. Sie haben sich jetzt wieder verändert, also zum zweiten Mal. Es wurde bereits in neuen Schriftzeichen gedruckt. Die sind auch nicht mehr gut. Jetzt kommen andere Schriftzeichen. Aber die Worte haben in den letzten 30 Jahren in China einen neuen Sinn bekommen. Wir können in der neuen Bibelübersetzung nicht sagen, Gott ist gut. Auch in unserer ganzen Literatur, auch in den Radiosendungen können wir nicht sagen, Gott ist gut, weil seit 30 Jahren in China das Wort gut nur auf Mao Zedong und auf die Kommunisten angewandt wurde. Und die junge Generation weiß, gut bedeutet Kommunist. Sagst du einem jungen Chinesen, halb China ist unter 15 Jahren. Und sagst du einem jungen Chinesen, Gott ist gut, versteht er darunter, Gott ist ein Kommunist. Also ihr stellt euch vor, was für Schwierigkeiten es da gibt. Man muss sich ganz umändern. Auch bei den Russen ist es sehr schwer, das Evangelium so einfach zu verkünden. Ich spreche russisch fließend und ich habe mit Russen gesprochen. Und ich sagte ihnen, ein Mann hatte 100 Schafe und hat eines dieser Schafe verloren. Und antwortete mir, das ist doch eine Lüge, das gibt es ja nicht, dass ein Mann 100 Schafe hat. Die gehören ja dem Kollektiv, ein Mann kann keine 100 Schafe haben. Ich sagte ihm, ein Mann hatte einen Weinberg und hatte diesen Weinberg verpachtet. Und dann, als er die Pacht verlangte, haben die Arbeiter rebelliert. Sehr gut haben sie getan, der war ja ein Kapitalist. Als ich gesagt hatte, Jesus
ist König. Ja, das haben wir in der Schule gelernt. Alle Könige waren schlechte Kerle. Und da muss man, ich habe bereits ein Evangelium in marxistischer Sprache geschrieben. Es ist eine sehr, sehr schwere Arbeit. Wir bitten Sie, hinter dieser Arbeit mit eurem Gebet zu stehen. Man braucht sehr viel Weisheit und in dieser Untergrundarbeit, in der Untergrundarbeit muss man alles wissen, was ein Christ wissen muss, muss man alles wissen, was ein Polizist wissen muss, weil wir es ja mit Polizisten zu tun haben, und man muss alles wissen, was ein Schmuggler und ein Dieb tun will. Ich verbringe Stunden, jede Woche, Detektivromane lesend, Kriminalromane, ja, um neue Methoden ausfindig zu machen. Kriminalromane, Drogenschmuggel, Juwelenschmuggel. Jedes dieser Romane gibt mir irgendeinen neuen Gedanken. Irgendein Polizeiroman. Dann finde ich, ja, wie finden die Polizisten die Diebe aus? Welche Fehler kann man da vermeiden? Es ist eine sehr, sehr schwere Arbeit. Und es ist gelungen. Ein einziger Mann hat 20.000 Bibeln hineingebracht. Aus England bekam ich einmal einen Brief aus dem Gefängnis. Ich bin für Drogenschmuggel im Gefängnis und ich biete mich, im Gefängnis habe ich mich bekehrt und ich biete mich der Mission an. Und wenn ich frei werde, will ich in dieser Mission dienen. Und er ist wirklich frei geworden und wir haben ihn in unserer Mission benutzt. Und er brachte einmal 1200 Bibeln nach Russland. In Russland ist es sehr schwer. Aber auf einmal brachte er diese 1200. Und ich fragte ihn, ja, aber wie hast du das getan? Sagt er, das ist mein Professionsgeheimnis. So wie ich es mit den Drogen getan habe, so tue ich es jetzt mit den Bibeln. Es ist eine sehr schwere Arbeit, aber wir hoffen, dass Sie für diese Arbeit beten werden, dass Sie auch mithelfen werden, dass das Wort Gottes dort verkündigt wird und dass den Märtyrerfamilien auch Unterstützung gegeben wird. Es sind so viele Familien, die dort hungern, weil die Eltern im Gefängnis sind. Dann geben sie fürchterlich Geldstrafen, die sie nicht bezahlen können. Und das. Ich schließe. Dies war nicht meine längste Predigt. Die längste Predigt in meinem Leben war 11 Stunden. Das ist nicht die längste Predigt. Aber erinnern wir uns daran im Gebet, es muss ein Hosianna in der Höhe sein. Ein Hosianna mit der Verleugnung des Ichs, wir. Sich mit Gott identifizieren. Gebet und Beter sollen eins werden. Man soll sich emporschwingen in Höhen. Es sollen nicht nur Worte sein. Der letzte Gedanke, also dann will ich wieder mit etwas aus dem Hebräischen schließen. In jeder Sprache, wenn ich predige, kann ich sagen, das ist das Wort Gottes. Wenn ich Hebräisch predige, kann ich nicht sagen, das ist das Wort Gottes, weil die Hebräer das Wort nicht haben. Das Wort Gottes kam durch die Hebräer. Hier gibt es keine Zeile, die nicht von einem Juden geschrieben ist. Aber ein Jude kann nicht sagen, dass das Wort Gottes ist, weil es auf Jüdisch, also auf Hebräisch, das Wort nicht gibt. Für Wort sagen die Hebräer Davar. Und Davar bedeutet Ding, das reelle Ding. Al-Davar Haseh, wenn du sagst, Davar, das ist ein Ding. Wenn du das Prolog zum Evangelium von Johannes auf Hebräisch liest, dann fängt es so an. Am Anfang war das da war, das reelle Ding. Und das reelle Ding, das da war, war mit Gott. Und Gott war das reelle Ding. Wir glauben nicht an Worte, die nur Worte sind. Das ist Klatsch. Nur Worte, die da wahr sind, sind wirklich Worte. Ein Wort soll ein reelles Ding sein. Man fragt sich, warum sind Juden so gute Kaufleute? Weil sie an reelle Dinge glauben, nicht an Worte. Sie glauben nicht an ein Versprechen, ich werde dir Geld geben. Sie glauben nur an Kassa. Sie glauben nur an die Realität. Das ist der gute Kaufmann. Das gehört zum Hebräischen, sich nicht nur an Worte zu halten. Worte können so betrügen, auch unsere eigenen Worte können uns betrügen und können uns in der Tiefe halten. Ein Hosianna in der Höhe ist ein Hosianna, das die Sphäre der Wörter übersteigt. Man kommt mit seiner ganzen Realität vor dem reellen Gott. Ich weiß nicht, ob ich, was ich zu sagen hatte, gut erklärt habe.
Es fällt mir auch schwer, auf Deutsch zu sprechen, es ist nicht meine Sprache. Vielleicht habe ich nicht gut erklärt, aber einen Prediger soll man nicht nur anhören, man soll ihn auch anschauen und man soll auf sein Herz schauen, was er dir mitteilen will und dir nicht mitteilen kann. Und wenn ihr auf das Herz schaut, dann wisst ihr, ich liebe euch vom ganzen Herzen und ich will, dass euer Gebet sein soll und mein Gebet auch. Hosianna in der Höhe. Amen.